Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an dem schönen Sonntagmorgen, herzlich willkommen. Ich habe heute das Vergnügen, nicht alleine zu sein, sondern ich habe eine Expertin, Donata von Rundstedt aus der Lübecker Ecke. Donata, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auf meiner Seite, Genau, beziehungsweise und guten Morgen. ja, schönen guten Morgen. Und als Expertin für Shopper-Marketing und Category-Management hast du ein super Thema mitgebracht, denn wir erfahren jetzt, wie wir mit Kundenwissen Umsatz steigern. Und ich darf dich bitten, zu beginnen. Vielen Dank. Erstmal guten Morgen in die Runde nach ganz Deutschland. Ist ja sehr spannend, so eine virtuelle Messe. Und ich hoffe, dass Sie alle erstmal einen guten Schluck Kaffee dabei haben und vielleicht auch gerade am Frühstücken sind mit einem guten und knackigen Croissant. Und deswegen möchte ich Sie gerne mitnehmen in den Sonntagmorgen mit dem Thema mit Kundenwissen Umsatz steigern. Mein Name ist Sonata von Rundstedt und wie Ulrich Krieser eben schon meinte, mein Thema ist Category Management und Shopper Marketing. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Was genau ist das denn? Das ist kundenorientiertes Warengruppenmanagement. Also wie können wir die Sortimente im Handel kundenorientiert ausgestalten, sodass der Kunde seine Produkte am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, zum richtigen Preis findet? Das ist es. Und so unterstütze ich Hersteller und Händler als Fachtrainer in diesem Bereich, um in-house das Wissen aufzubauen und nachhaltig zu verankern. Begleite solche Sortimentsüberarbeitungsprozesse aber auch als Impulsgeber und Sparringspartner. Und das ist, achte ich immer als ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns eine Kategorie, ein Sortiment anschauen, dann auch direkt die Chance zu nutzen und zu sagen, wo geht diese Kategorie in Zukunft hin? Wo entwickelt die sich hin? Welche Trends können wir jetzt schon erkennen, um sie frühzeitig in das Sortiment mit aufzunehmen, beziehungsweise die Weichen rechtzeitig zu stellen? Ich möchte Sie zum Anfang gerne mitnehmen auf die Reise zu Ihrem Lieblingsbäcker. Und zwar hoffe ich ja, dass Sie alle frischen Kaffee und Croissant haben und heute Morgen vielleicht schon zum Bäcker gelaufen sind, um die Ecke. Vielleicht mussten Sie auch mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren. Und vielleicht sind Sie auch an dem einen oder anderen Bäcker vorbeigefahren und haben den links liegen gelassen, sondern auf dem Weg zu Ihrem Lieblingsbäcker. Ich tue das auf jeden Fall. Mein Lieblingsbäcker ist tatsächlich auf der anderen Seite der Stadt. Ich fahre bestimmt 15 Minuten extra, nur um dort einzukaufen. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie es beim Bäcker nicht kennen, vielleicht kennen Sie es aus dem Supermarkt, dass Sie, wenn Sie einkaufen fahren, Ihren Wocheneinkauf machen, dass Sie dann ja, oftmals den Discounter oder im Supermarkt links liegen lassen, um zu Ihrer präferierten Einkaufsstätte zu fahren. Und wenn wir uns jetzt den Bäcker hier mal angucken, so sehen wir, dass er seine Brote hat, seine Brötchen hat und ganz vorne in der Glasscheibe, in der Auslage, da lacht uns immer so diese, ja, die Sünde an, könnte man sagen, die Zuckerbomben, alles das, was, wo wir sagen, das steht vielleicht gar nicht unbedingt auf unserem Zettel drauf, wenn wir zum Bäcker gehen. Wir wollen ja vielleicht eigentlich nur die Brötchen holen fürs Sonntagfrühstück und dann denken wir, Mensch, die Sonne scheint, es ist Sonntag, wir haben 3 Tage Messe hinter uns. Ach, so 2 Stücke Kuchen, die nehmen wir doch gerne mit. Ein klassisches Impulsgeschäft ist auch der Grund, warum die vorne in der Auslage liegen. Warum erzähle ich Ihnen jetzt hier vom Bäcker, Brötchen und vom Kuchen? Weil der Händler, der Bäcker als Händler gesehen, das gleiche Ziel hat wie Sie. Am Ende des Tages will er, dass er Geld in der Kasse hat, er möchte seinen Umsatz steigern und er möchte so viel wie möglich von seinem Sortiment verkaufen. Und er möchte Zusatzgeschäfte machen. Er möchte, dass sein Kuchen gesehen wird, gekauft wird, dass der Kunde zufrieden ist, wiederkommt und das Geld wieder in seiner Kasse landet. Denn wenn ich heute Morgen zum Bäcker gegangen bin und meine 9,85 € bei ihm ausgegeben habe, dann sind meine 9,85 € bei ihm in der Kasse und nicht bei einem anderen Bäcker. Das Gleiche gilt wie beim Supermarkt. Und es wäre doch so schön, wenn es alles so einfach war, aber wäre, aber jeder Bäcker, jeder Supermarkt, jeder Fliesenhändler versucht natürlich von seiner Zielgruppe alles größtmögliche abzuschöpfen. Sprich, das ist der ganz knallhart Wettbewerbskampf um den Kunden. Denn der Kunde, und das haben wir eben mit dem Bäckerbeispiel sehr schön gesehen, der entscheidet jeden Tag aufs Neue, wo er mit seinem Budget, mit seinem Portemonnaie hingeht, an welcher Kasse er was bezahlt
und wie er sein Geld ausgibt. Sprich, der Kunde entscheidet jeden Tag über den Umsatz, den wir haben und somit auch über unseren wirtschaftlichen Erfolg. Wie können wir jetzt sozusagen den Kunden und das Kundenwissen nutzen, um für uns die bestmögliche Umsatzsteigerung herauszuholen? Und dazu möchte ich Ihnen gerne die Spots-Methode vorstellen. Die Spots-Methode ist eine Methode von Customer Spotlight mit 5 Schritten, die systematisch aufeinanderfolgend zu einer Umsatzsteigerung führen. Schauen wir uns die erste Methode an. Oder den ersten Schritt. Das ist Setting. Natürlich, vor allem gerade bei Fliesen, beginnt der Kaufentscheidungsprozess schon weit im Voraus, bevor überhaupt Ihre Kunden bei Ihnen im Laden sind. Wir schauen uns aber hier jetzt sozusagen nur mal das an, was Sie machen können am POS, bei Ihnen in den Regal, bei Ihnen im Store im Laden. Vorher natürlich ganz wichtig, Inspirationsquellen zu geben, wie bei Instagram oder Pinterest. Ganz klar, das ist aber ein eigenes, ganz großes Feld, was man da alles machen kann, um Kundenkontakte zu generieren. Deswegen schauen wir uns jetzt das an, was Sie machen können in Ihrem Store und wie Sie auch als Hersteller, das ist eine Methode, die richtet sich an Hersteller und an Händler, wie Sie als Hersteller auch Ihre Händler unterstützen können, um kundenorientiertes Sortiment dem Kunden zu präsentieren. Also kommen wir zum Thema Setting. Wichtig ist es zu wissen im ersten Moment, wie sind Sie eigentlich positioniert als Unternehmen? Was ist Ihre Stärke und welche relevante Stärke haben Sie für welchen Zielkunden? Wer ist Ihr Zielkunde und wie geht Ihr Zielkunde einkaufen? Wie läuft sein Such- und Kaufprozess im Bereich der Fliesen eigentlich ab? Wer informiert sich, wo informiert er sich und was treibt ihn dann eigentlich zu Ihnen in Ihr Business, in Ihr Geschäft? Und dann ist es wichtig zu wissen, nach welchen Kriterien sucht eigentlich Ihr Kunde, Ihr Zielkunde. Ist das nach dem Kriterium der Größe? Möchte er gerne alle Fliesen von kleinen Fliesen zu Großformaten sortiert haben? Ist es nach Marke? Kennt er vielleicht die verschiedenen Hersteller und möchte wirklich Marke A, Marke B, Marke C in Blöcken aufgebaut haben? Oder geht er vielleicht von dem Verwendungsort, wo er später mal die Fliese verbauen möchte, aus und sagt, jetzt möchte ich Inspiration für die Küche, jetzt möchte ich Inspiration für den Flur, für Schlafzimmer, für die Terrasse und welche Orte es auch immer noch geben möge. Das kann man unwahrscheinlich weit da führen, zu Farbe noch, zu Material. Und das zeigt, jedes Mal, wenn wir ein anderes Kriterium nehmen, würde diese Präsentation, wenn man das als Leitkriterium nimmt, komplett anders aussehen. Es ist aber wichtig, herauszufinden, welches Kriterium für die Mehrheit Ihrer Zielkunden das ausschlaggebende Such- und Kaufkriterium ist, um dieses in Ihrer Präsentation, in Ihrer Ausstellung als leitendes Kriterium umzusetzen. Nehmen wir mal beispielsweise nach Größe. Das würde bedeuten, wirklich alle kleinen Fliesen zusammen, alle großen Fliesen zusammen und die unterschiedlichsten Formate, die es gibt, sodass der Kunde sich sehr schnell und präzise orientieren kann, weniger Beratung braucht und sozusagen in der Einfachheit geleitet wird. Sprich hier, das ist Setting sozusagen. Da gucken wir uns erstmal ganz viel drumherum an, machen die Basisaufgaben und gucken uns an, was sind Ihre Ziele, was ist Zielkunde und wie sucht der Kunde. Jetzt haben wir schon ganz viel angesprochen, wo man sagen kann, da kann ich ganz, ganz viel machen und hier habe ich ganz viele Handlungsfelder. Und da müssen wir uns aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Nämlich, wir wollen ja auch Ressourcen zielgerichtet einsetzen. Wir wollen Ressourcen gewinnbringend und umsatzsteigernd einsetzen. Das bedeutet, wir gucken uns die großen Fische an. Wir wollen wirklich den dicken Fisch angeln. Und deswegen gehen wir hin, setzen wir uns hin und schauen uns an, was für Potenziale haben wir denn? Wo sehen wir Potenziale? Ist es die Ausstellungsplatzierung? Ist es, dass uns vielleicht ein Sortiment fehlt, was unser Kunde aber eigentlich bei uns erwartet? Fehlen uns vielleicht bestimmte Marken oder Verwendungsanlässe oder haben wir vielleicht nicht das richtige Sortiment beziehungsweise vielleicht noch nicht die Tiefe, die wir bräuchten für bestimmte Räume? Sprich, wir schauen uns an und gehen da pragmatisch bis mathematisch vor, je nachdem, wie die Ausgangsdaten sind und berechnen ganz klar das Potenzial und
sagen, mach eine klare Prioritätenreihenfolge. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht verzetteln und dass wir uns auf die Dinge fokussieren, die am Ende des Tages den Umsatz steigern. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir das haben, wenn wir wissen jetzt, wie der Zielkunde ist, wir wissen, wie wir den ansprechen wollen, wir wissen, auf welchen Puzzleteil wir sozusagen den größten Umsatz, die größte Umsatzchance haben, und dann gehen wir in die Observation. Und die Observation bedeutet, wir gucken nach links und rechts vom Teller. Wir gehen mal in andere Märkte rein, auch mal in andere Formate. Wenn Sie jetzt ein Baustoffhändler sind, dann gucken wir uns auch mal einen Baumarkt an oder umgekehrt. Wir gucken uns aber auch mal Nachbarkategorien an und lassen uns leiten, was andere schon gemacht haben, wie andere am POS damit umgehen, wie andere die Kategorie spielen und dem Kunden näher bringen. Das bedeutet, dass wir natürlich zum einen schauen, und das bedeutet, dass wir jetzt vor allem zusammen rausfahren. Wir gucken uns wirklich die Märkte an und gehen auf die Fläche und gucken, was wir lernen können, was wir bewusst lernen können von anderen Leuten und anderen Kategorien. Aber auch, was wir wahrnehmen, aber sagen, das ist nichts für uns, das zahlt nicht auf unser Potenzial ein. Sprich, das ist eine ganz klassische Ist-Analyse. Wir gucken uns den Markt an, den Kunden, wo ist der unterwegs, mit was kommt er aktuell jetzt schon in Kontakt und gucken, was wir davon übernehmen können. Und dann, ich hatte es eingangs schon gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn wir schon Ressourcen hier reinstecken, in die Sortimentsüberarbeitung oder in die Ausstellungsüberarbeitung, dann ist es ganz wichtig zu sagen, wo geht eigentlich der Fliesenmarkt hin? Wo geht auch der Wohntrend hin? Das ist ja alles gesellschaftlich auch verankert. Also wir haben zum einen Trends natürlich auf der marginaleren Ebene, wie beispielsweise Farbtrends oder Größentrends oder Materialtrends. Aber es gibt eben auch diese großen gesellschaftlichen Trends, die wir uns anschauen sollten. Es wird zwischenzeitlich schon von der Revolution des Wohnens gesprochen. Ich glaube, jeder von uns kennt es auch gerade, dass wir sagen, boah, unser Wohnraum aktuell, es ist Büro, es ist Schule, es ist Kita, es ist Spielplatz und dann noch irgendwie Kochstudio, weil man zu Hause sozusagen alles macht. Und die Revolution des Wohnens besagt, und man geht davon aus, dass das noch viel stärker wird. Wohnräume werden flexibler in der Zukunft. Sie werden sich mehr den Anforderungen, den Bedürfnissen der Konsumenten anpassen müssen. Das bedeutet, das, was heute eine Küche ist, das kann morgen das Wohnzimmer sein. Und das, was morgen das Wohnzimmer ist, das kann übermorgen das Kinderzimmer sein. Das bedeutet auch, der Lebenszyklus von Personen und Familien werden viel, viel stärker Einfluss und Anforderungen auf den Lebensraum haben. Und wie kann das mit der Fliese bewerkstelligt werden? Eine ganz, ganz spannende Frage. Wenn doch alles flexibler wird und alles dynamischer wird im Wohnbereich, wie kann dann die Fliese sich langfristig positionieren, um auf diesen Trend einzuzahlen und diesen Trend mitzunehmen? Ganz spannend. Und deswegen ist es wichtig, frühzeitig bereits zu gucken, welche Innovation und welche Marketingkommunikation man bereits ausgestalten kann, um darauf zielgerichtet zuzusteuern. Das ist das Thema Trend. Da gucken wir wirklich in die Ferne und da gucken wir, was ist relevant, was macht Sinn, was zahlt auf die Gesamtpositionierung von Ihnen ein und wo geht die Reise hin. Sodass wir jetzt wissen, wie stehen Sie da? Wir haben die unternehmerischen Ziele von Ihnen, wir kennen Ihren Zielkunden, wir wissen, wo sind die Potenziale bei Ihnen, wir wissen, was der Markt draußen macht und wir wissen, wo die Zukunft hingeht. Und jetzt machen wir da wirklich einen Strich drunter und gucken uns das ganz in Ruhe an und leiten für Sie ein individuelles Verkaufskonzept ab. Und zwar eines, was Ihrem Zielkunden absolut in den Mittelpunkt stellt. Mit dem richtigen Sortiment, zum richtigen Preis und dann am richtigen Ort, sodass der Kunde es schnell und effizient findet. Und auch hier möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, und zwar passend zu dem Croissant, was Sie ja hoffentlich heute Morgen gehabt haben. Oder jetzt gerade haben. Und zwar haben Sie vielleicht auf dem Croissant Marmeladen. Und Marmeladen, da gibt es eine Geschichte, eine Studie aus der USA. Es war in einem Supermarkt und man hat getestet, was ist eigentlich die optimale Sortimentsgröße, die ich meinem Kunden geben sollte, damit er eine gute Kaufentscheidung treffen kann und damit ich den Umsatz steigern kann. Und ich hatte einmal eine Verkostigung mit 6 Marmeladen.
für einige Wochen und hat dann danach einige Wochen mit 24 Marmeladen verschiedene Sorten zur Verköstigung angeboten und dann geschaut, wo ist denn der Absatz am größten. Jetzt bin ich mal gespannt, gehen Sie mal in sich, was glauben Sie wohl, welche Größenanzahl war die größte, hat den größten Umsatzablift, hat am meisten verkauft? Vielleicht werden einige von Ihnen dabei sein und sagen, na 24, mehr ist mehr, kann ich Ihnen sagen, wäre denkbar, absolut, ist aber leider nicht so. Von den 6 Marmeladen wurden deutlich, wenn 6 Marmeladen zur Verkostung angeboten worden sind, wurden deutlich mehr verkauft als bei 24. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? 24, da müsste doch eigentlich für jeden was dabei sein. Bei 6 hingegen ist er schon sehr limitiert. Ja, das stimmt. Allerdings ist bei 24 die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas Falsches kaufe, viel, viel höher als bei 6. Bei 6 kann ich sagen, die hat mir geschmeckt, ist in Ordnung. Bei 24 kann ich mich nicht mehr durchprobieren. Dann bin ich irritiert, bin ich verwirrt. Es ist zu komplex. Die Kunden können sich nicht mehr entscheiden. Ein sehr banales Beispiel aus der Marmeladenwelt. Allerdings können wir uns vorstellen, was das in der Fliesenwelt bedeutet, wenn die Entscheidungen viel größer, mit viel mehr Konsequenz verhaftet sind, als bei einem klassischen lapidaren Marmeladenkauf. Das bedeutet, mehr ist auch bei der Fliese nicht mehr, sondern wir brauchen das richtige Sortiment. Wir brauchen das richtige Sortiment, dass wir dem Kunden eine effiziente Vorauswahl bereitstellen, damit er schlüssig, zielsicher und das ist ganz wichtig, sicher zu seiner Kaufentscheidung kommt. Denn es ist ein langfristiges Investitionsgut, was wir hier haben, was den Kunden lange Zeit begleitet. Da ist Sicherheit beim Kauf ein ganz elementarer Faktor. Und am Ende des Tages, und das ist wichtig in allen 5 Schritten und in dem gesamten Prozess, werden Sie mehr Umsatz machen. Ich kann berichten aus vorhergegangenen Projekten, die letzte Kategorie, die ich überarbeitet habe, die hat einen Umsatzplus von 43% gemacht und einen Absatzplus von 28%. Sie sehen, es lohnt sich wirklich, sich damit ranzusetzen, auch wenn es natürlich im ersten Schritt viel Arbeit ist. Es lohnt sich, der Umsatz, die Umsatzsteigerung ist sicher, die ist drin, wenn wir das kontinuierlich und systematisch aufbauen vorgehen. Nochmal zum Überblick. Wir haben die Spots-Methode mit den 5 Schritten Setting, Potential, Observation, Trend und Selling. Und wenn Sie sagen, ja, das ist ganz spannend, diese 5 Schritte, aber im ersten Moment wären vielleicht nur die Trends eigentlich ganz relevant, um schon mal zu wissen, in welche Richtung wir gehen sollten. Das ist kein Problem. Diese Spots-Methode ist eine agile Methode, die sich immer wieder flexibel anpasst, denn keine Fragestellung gleicht der anderen, kein Händler, kein Hersteller gleicht der anderen. Es ist wichtig, dass wir hier individuell vorgehen und für Sie das Beste rausholen. Und das ist auch der Nutzen, den die Methode stiftet. Sie generieren Wettbewerbsvorteile. Sie schaffen es dann, wie der Bäcker, dass Ihre Kunden zu Ihnen fahren, obwohl links und rechts vielleicht andere Fliesengeschäfte, andere Baustoffhändler oder Baumärkte vorzufinden sind. Aber Sie haben für Ihren Zielkunden das richtige Sortiment. Und das weiß der Kunde dann auch zu schätzen und fährt zu Ihnen. Das bedeutet, dass Sie loyale Kunden gewinnen, die Ihr Geschäft auch weiterempfehlen. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, gerade auch, wenn wir nochmal den Schwenker zu online machen, das, was auch online funktioniert, beziehungsweise die Online-Weiterempfehlung dann auch stattfindet. Und das ist das Ziel des Ganzen, weshalb wir es hier machen. Und das ist natürlich auch der Kern des Ganzen, es ist einfach Ihre Umsatzsteigerung. Sprich, Sie profitieren von einer ganz klaren Umsatzsteigerung. Und ich hoffe, dass ich Sie mitnehmen konnte und ein paar Einblicke geben konnte in das Category Management bzw. kundenorientiertes Warengruppenmanagement. Und ich bin ganz gespannt zu hören, auch gerne in den Chat schreiben, wie Sie aktuell schon vorgehen, um Ihr Kundenwissen, um Ihre Zielgruppe mehr an der Gestaltung Ihrer Sortimente teilzunehmen. Und wenn Sie mögen und auf weiteren Austausch interessiert sind, lassen Sie uns gerne in der heutigen Zeit auf einen virtuellen Café treffen. Unverbindlich einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und dann würde ich mich freuen über jede Diskussion und über jeden Austausch. Und bin jetzt auch schon sehr gespannt, welche Stimmen es vielleicht im Chat gibt, welche Fragen wir bereits auch jetzt schon diskutieren können, lieber Uli. Wenn du deinen Ton anmachen könntest, das wäre, glaube ich, ganz klasse.
Genau, es sind die Genau, technischen ja, Dinge. vielen, vielen herzlichen Dank für den Hinweis. Erstmal technischer Natur. Das war sehr spannend und interessant, schreibt gerade jemand. Und das kann ich eigentlich auch nur so weitergeben. Ich schaue mal gerade in den Chat und da ist ein lebhaftes Geschehen. Vielleicht nehme ich mal gerade die letzte Frage. Da fragt jemand, also die Methode scheint anzukommen. Die Frage ist, ob sowas zum Beispiel auch auf einen Online-Shop anwendbar wäre. Ja, absolut. Die Systematik ist absolut die gleiche im Online-Shop. Da sind natürlich einige andere Hebel, sprich, wir würden andere Dinge betrachten, aber sie ist online absolut anwendbar, haben wir auch schon gemacht. Sie ist, hat tolle Erfolge erzielt. Sozusagen die Online-Shops und die Warenproduktion beziehungsweise die Darstellung und die Präsentation von Marken und von Produkten im Online-Shop eben kundenorientiert zu machen, dass der Kauf auch wirklich bis zum Checkout, bis sozusagen der Zahlvorgang abgeschlossen ist, dass der Warenkorb konstant ist beziehungsweise wächst, aber eben kein Abbruch stattfindet. Das sind eben auch Dinge, die in die kundenorientierte Warengruppenmanagement beziehungsweise auch in den kundenorientierten Shopgestaltung fallen und somit auch ich gerne unterstützen kann. Donata, wenn ich so schaue, dann hat dein Marmeladenexperiment und was du damit meintest, nämlich die ideale Sortimentsgröße und vielleicht auch diesen Widerpart zwischen, habe ich zu viel oder zu wenig in dem Sortiment, das scheint wirklich den Kern deiner Zuhörer hier auch getroffen zu haben. Ist diese Arbeitsform nämlich herauszufinden, was da die richtige Größe ist in der Fliesenbranche, wo wir doch so ein Überangebot haben, nicht auch eine Gefahr, also die Gefahr, als weniger kompetent aufgenommen zu werden? Kannst du diesen Punkt nochmal erläutern, bitte? Ja, sehr gerne. Also der Händler ist ja, hat sich ja sozusagen, seine Aufgabe ist es ja als Einkäufer, eine relevante Vorauswahl für seine Zielkunden zu machen, sodass der Zielkunde dann eine vereinfachte Entscheidung am POS beziehungsweise dann treffen kann im Bereich der Fliese. Und das ist natürlich ganz relevant bei vor allem bei Fliesen, wo sowieso schon so viel Angebot, wie du ja auch sagst, vorherrscht und so viel auch Eigenschaften es gibt, die der Otto-Normalverbraucher als solches das erste Mal wahrscheinlich mit in Kontakt kommt, wenn er das erste Mal eine Fliese kauft. Dementsprechend sind eben auch solche Vorauswahl, was möchte eigentlich der Kunde und welches Bedürfnis habe ich? Und dann suche ich ihm als Einkäufer bereits das optimale Sortiment aus, ganz elementar, um hier eine Vereinfachung und damit verbunden auch eine Sicherheit dem Kunden zu geben, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Also ja, ein Argument, was ich sehr oft höre mit der Kompetenz, die man doch jetzt irgendwie ganz mit großer Anstrengung versucht hat aufzubauen. Und nun sagt man ja, aber wir brauchen irgendwie weniger. Das eine schließt oft das andere ja gar nicht aus, sondern wenn man sagt, man hat mehr und hat das sozusagen in der Verfügbarkeit für spezielle Kunden, die das brauchen, die das möchten, sozusagen ein Long Trail, dass man sozusagen auch Zusatzsortimente hat für bestimmte Kunden, aber eben das, was in der Ausstellung ist, auf seinen Zielkunden schon sehr gut abgestimmt und sehr gut vorgewählt ist, um dann zu sagen, das ist die optimale Auswahl von Preis in Leistung und Qualität, die wir für dich haben. Ja, vielen Dank für die umfangreiche Erläuterung, Donata. Ich glaube, wir könnten über das Thema Sortiment und vor allen Dingen über das Thema Umsatzsteigerung mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute Morgen noch lange sprechen. Du hast deine Kontaktdaten hier angesprochen. Das heißt, ich verstehe es richtig, derjenige, der jetzt sagt, Mensch, das ist so interessant für mich, soll sich bei dir melden. Sehr gerne. Also jeder, der auch nur oder der jeder, der Interesse hat, sozusagen mehr über Kundenorientierung zu wissen und zu lernen oder auch mal reinzuhorchen und zu diskutieren, sehr gerne, ganz unverbindlich. Wir bieten auch an, dass wir unverbindlich eine Bedarfsanalyse machen, die völlig kostenfrei ist, um sozusagen ihren Status quo zu sehen und zu analysieren und dann mal zu gucken, wo wären denn eigentlich die Potenziale und welchen Umsatzhebel hätte das Ganze denn natürlich, um zu gucken, welche Zahlen stecken eigentlich dahinter.
Wollen wir vielleicht noch einen letzten Aspekt aus dem Chat mitnehmen? Da war der Punkt mit den Trends, der zunehmend nach Meinung eines Zuhörers oder Zuhörerin hier an Bedeutung gewinnt. Sie findet das oder er findet das spannend. Ja, ist es auch. Also ich glaube, gerade jetzt die Zeit, in der wir gerade jetzt leben, zeigt ja auch, welche Entwicklungen und wie schnell sowas gehen kann und wie schnell plötzlich sich das Leben verändert hat. Und wenn wir denken, dass mit der Digitalisierung und welchen Einflüsse da jetzt auch noch in Zukunft davon kommen werden, ist es etwas, was wir auch in, sage ich mal, einer Kategorie wie der Fliese absolut mit auf dem Schirm haben sollten. Denn das macht am Ende des Tages auch den Unterschied, weil der Kunde ist draußen hungrig nach Inspiration, hungrig nach was Neuem. Und das sollte man sich zu Nutzen machen, um dann auch hier kompetent zu überzeugen. Gut, Donata, herzlichen Dank. Ich finde deine Aufforderung, treffen wir uns auf einen Kaffee. Diese Einladung würde ich demnächst gerne nochmal wahrnehmen. Gerne. Für alle die virtuell mit uns heute Morgen in der ersten Kaffeestunde diesen inspirierenden Vortrag erleben konnten, darf ich nur empfehlen, wenden Sie sich direkt an Donata von Run steht, eine ausgewiesene Expertin, wenn es darum geht, wie man mit Kundenwissen Umsatz steigert. Herzlichen Dank für diese frühe Stunde. Dankeschön und ich wünsche allen noch einen schönen dritten Messetag und viele Grüße nach ganz Deutschland.